Jo, der Schatz soll genau hier sein, also buddeln wir mal eine Runde. Wenn wir doch mal eine Runde, ich hoffe, ich bin nicht der Schatz. Keine Ahnung, wie tief ich buddeln soll, ich buddel hier auf jeden Fall einfach mal den ganzen Sand hier einfach weg. Ah, ich sehe den Schatz, ich sehe den Schatz. Sehr schön. Gucken, was drin ist. Ich hoffe, es ist das drin, was ich gerne hätte. Okay, schade, es war nicht das drin, was ich gerne hätte. Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecto-Wolle. Ich habe ja vorhin gerade eben gezeigt, wie ich ein bisschen die Schatzsuche gemacht habe. Leider natürlich ohne Erfolg, weil ich habe natürlich das Herz des Meeres gesucht. Übrigens, meine ganzen Katzen. Oben sind noch ganz, ganz viel mehr Katzen. Miete. Und heute möchte ich euch gerne mal kurz zeigen, wie ihr ein Leuchtfeuer und Unterwasser-Leuchtfeuer craften könnt. Und zwar habe ich mir dafür natürlich Herz des Meeres natürlich gefarmt. Hat echt schon ein bisschen länger gedauert, auch die ganze Zeit die Schatzsuche zu machen, zu gucken und sowas. War echt schon ein bisschen ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann natürlich die Nautilus-Schalen, die habe ich durch Angeln bekommen. Zum größten Teil. Zack. Die haben alle rum. Und dann habe ich hier ein Akquisator. Und mit diesem Akquisator, da kann ich dann ein Unterwasser-Leuchtfeuer quasi machen. So circa wird das genannt. Das werde ich natürlich nachher, denke ich mal, im Stream machen, den ich heute mache. Und werde euch dann nachher auf jeden Fall vielleicht ein paar Ausschnitte so ungefähr dazu zeigen. Bisschen was noch zeigen, was wir da auf jeden Fall auch noch so gemacht haben. Und ich muss auf jeden Fall so ein, muss auf jeden Fall auch so eine Umrandung auf jeden Fall machen, damit auch der Effekt auf jeden Fall angeht. Und das soll wohl im Wasser wohl auch recht cool auf jeden Fall auch aussehen. Von daher, yay. Und dann, ja, einfach mal ab in den Stream rein und da mal ein paar Highlights. Ich will nämlich heute einen Aquaisator bauen und den in dieses schöne Aquarium reinstellen. Ich habe es hier auch schon ein bisschen vorbereitet, was ich hier auch schon so bauen möchte. Muss natürlich jetzt auch noch ein paar Sachen jetzt auch noch mir holen, aber ich habe da schon ein bisschen was, wie gesagt, auch schon vorbereitet. Und dann kommt hier nochmal wieder ein. So, jetzt kurz runtergleiten. Runtergleiten. So, jetzt müsste es soweit fertig sein. Jetzt kann ich hier mich, glaube ich, ich hoffe mal, dass es gleich funktioniert. Ansonsten, ja, explodiert halt alles. Auch kein Problem. Dann machen wir danach nochmal wieder neuen. Und ich glaube, ich muss hier nochmal einen draufsetzen. Ich glaube, ich kann den dann draufsetzen. So, jetzt da drauf. Den runterbauen. Und jetzt ist der hier auch schon drin. Ja. So sieht das denn aus? Bewegt sich jetzt leider nicht. Keine Ahnung, ich glaube, da braucht noch Wasser. Ich hoffe mal einfach, dass er jetzt noch Wasser braucht. Sonst nichts. Ansonsten wäre das jetzt gerade ein bisschen kacke. Dann hier natürlich auch noch so und dann baue ich den hier rauf. Genauso und hier baue ich den auch einen rauf. Damit die dann hier auch nochmal hochgehen. Aber ja, wir machen jetzt erstmal das Grundgerüst. Jetzt erstmal so ein bisschen. Das dauert natürlich ein bisschen. Aber wir können gerne ein bisschen. Oder ich rede einfach stumpf daher, so wie ich sonst auch immer tue. Also von daher, yay. Alles recht nice. So, jetzt hier wieder einen rein. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ups. Falsch. Der war falsch. So, aber Sigi, wir gehen nicht in. Oh, fuck. Wir gehen nicht. Entschuldigung, wir gehen nicht in Creative, sondern wir machen das alles schön. Im Alter! Was stimmt eigentlich manchmal nicht mit dir? Wir machen das alles nicht im. Sigi! Warum tust du mir das an? Kann doch wohl nicht wahr sein. Du kannst dir doch nicht ernsthaft hier. Aber jetzt. Kann auch schön aussehen. Ich werde mal gucken, ob es hier aber. Weiß nicht ganz genau, ob es zum Beispiel auch klappt mit den Tieren da drin. Kann sein, dass das nämlich nicht funktioniert. Also, dass zum Beispiel Fische oder sowas darin sterben. So, weil der Akquisator da nämlich drin ist. Kann ich aber nicht ganz genau sagen. Von daher müssen wir erstmal alles auffüllen. Was soll ich ab. Nein, nicht abbauen, habe ich gesagt. Nicht abbauen! Sag mal, du hörst mir nicht zu nebenbei, ne? Du sitzt da. Cool, kann ich das abbauen? Nein! Muss man gerade mal auf mich wirken lassen. An sich, glaube ich, könnte das sogar klappen. Weil das ja sowieso nur, also es ist ja wieder sowieso alles mit Glas ummantelt. Also beim letzten überall oben kurz mit Sand hochbauen, ich glaube, das sollte auch gehen. Hauptsache, er kriegt Aufmerksamkeit. Guckt euch bitte an, was Sigi da gebaut hat. Wir schenken ihm jetzt die komplette Aufmerksamkeit. Sand reinsetzen.
und ich dann hier oben irgendwo Wasser reinsetzen kann. Da drüber dann Wasser setzen kann. Dann den Sand abbauen kann. Und dann sollte das mit dem ah. Bin ich gerade mit irgendwas abgeworfen, Sigi. Dann jetzt hier schön überall Wasser. Wasser, 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 Wasser. Hallo, wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Alter, was machst du da hinten? Hau ab. Der hat sich jetzt schon wieder Dingser Dreizack geholt. Alter, direkt neben mir! Ist doch nicht dein Ernst gewesen. Direkt neben mir ballert hier irgendjemand mit einem Dreizack rum. Nicht dein Ernst gewesen. Tue ich jetzt überall Wasser rein? Ich tue einfach überall Wasser rein. Ey, Sigi, warum schießt du hier? Du bist im Kreativmodus und schießt mit drei Zacken, sodass du die ganze Zeit über, dass du mich quasi die ganze Zeit damit vollsperren kannst. Oder irgendwer anders ist ja gerade im Kreativ. Aber stimmt. Alter! Was ist, jetzt haut er hier Pfeile rein! Oh, jetzt geil! Geil, habt ihr das gesehen? Krass! Krass! Boah, krass, wie das abgeht. Krasse Scheiße. Wie geil sieht das denn aus? Wow. Dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dass ich hier auch die ganze Zeit nur mit Pfeilen beschossen werde. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ja, sehr schön. Hier hinten sieht man das auch schon fertig. Ich habe noch ein bisschen Glowstone überall rum und ein paar Seelaternen rein. Noch ein bisschen Algen auch noch überall noch reingeschippert. Hier vorne ist auch noch ein Eisbär auch noch drauf. Hier steht gerade Oddi. Ja, ich habe, glaube ich, mit dem Glowstone ein bisschen sehr, sehr viel übertrieben. Upsala, landen. Aber okay, ja. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Algen drin und noch ein bisschen Seetang. Auch ein paar Seegurken sind ja auch noch mit drin und so. Also schon ein bisschen mehr. Mal schön reingucken. Ich glaube auch, ich habe noch zwei Delfine sind ja auch noch drin. Ein paar Fische. Ja. Hier noch ein paar Korallen oder wie es immer heißt. Auf jeden Fall, ja. Hier ist schon ein bisschen was auf jeden Fall drin. Das ist schon alles recht nice geworden. Wenn man bedenkt, wie es damit so ungefähr auch angefangen hat. War das auf jeden Fall zwei schöne Stunden, wo ich da auch ein bisschen gestreamt habe und so. Und ein bisschen geguckt habe, noch ein bisschen über den Server geguckt habe. Das war schon alles cool. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal, sagt hier der Trommelwirbel. Ektowolle. Tschüss.